Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und ich meine wunderschön, weil er ist wunderschön. Heute ist, sagen wir mal, der vorletzte Tag, wo Pottkinder gezeigt wird, und zwar in der Freilichtbühne. Und es hat den ganzen Tag immer mal zwischendurch wieder geplästert. Und hier, guckt es euch an, Sonnenschein, blauer Himmel. Ich habe mir extra vorhin eine warme Jacke angezogen und habe auch in den Regenschirm im Kofferraum. Ich brauche ihn nicht. Und jetzt fahre ich zur Freilichtbühne. Und machen wir einen schönen Abend. Das hat auch wunderbar funktioniert. Normalerweise ist ja freilich Bühne mit Parkplatz ja immer ein Problem. Aber, gut eingeklemmt. Das ging diesmal super. So, zack, Tür zu. Und kleinen Berg runter und dann sind wir schon da. So, hier kann man sehen, ne? Astreines Wetter, also das ist eigentlich blau, aber die Kamera kann das nicht zeigen. Eigentlich ist es blau und ich denke mal, die meisten werden sich dann jetzt nochmal denken, ja, alles klar, dann fahren wir da jetzt nochmal hin und unterstützen die Jungs. Wie man hier hinter mir sehen kann, stehen ein paar Leute da, kann man das sehen? Der Gerd ist auch schon da, Gerd Florian, das ist der Vater in dem Film und trinkt schon ein Leckerchen und hat wird schon. Es läuft. Hier, da kann man unscharf erkennen, ist aber der Chef, also der den Chef spielt, ist auch eingetroffen. Also es sind immer mehr Schauspieler auch da, das freut mich. Kommen natürlich viele aus Mülheim und Umgebung und das Wetter hält an. Ich bin guter Dinge. Man hat uns auch schon Licht angemacht. Ist das nicht schön? Ha? Guck mal, die sitzen alle schon, deswegen sieht man die da hinten nicht. Ja, da hinten ist zwar auch schon voll, aber hier ist ja noch voller. Die sitzen alle schon und warten auf die Vorstellung bei dieser Leinwand. Kinoabend in der Freilichtbühne Mülheim an der Ruhr. Weiß jemand, wann es das zum letzten Mal gegeben hat? Hört sich immer dramatisch an im letzten Jahrhundert. Es war in den 80er Jahren. Und es waren tolle Veranstaltungen, Filme, die man im Kino sehen konnte. Nach ein paar Jahren wurden die hier aufgeführt. Und irgendwann ist das dann mal in Vergessenheit geraten, beziehungsweise die Streiter, die die Verantwortung hatten, hatten kein Interesse mehr. Und wir als Reglerproduktion, die wir uns verantwortlich für diese Freilichtbühne und eigentlich den kompletten Park hier an der Dimmeck fühlen, knüpfen gerne an Tradition an. In erster Linie bin ich hier, weil ich absoluter Fan hier von dieser Freilichtbühne bin, weil ich Fan von den Verantwortlichen hier von der Freilichtbühne bin. Wie gesagt, ich bin Essener, ich kannte bis vor 4 Jahren diese Örtlichkeit nicht und als wir ins Gespräch kamen, war ich total begeistert. Ich bin begeistert, dass den Mülheimer Bürgern hier wirklich so viel Kultur geboten wird. Und heute darf ich symbolisch dem Hans-Uwe bzw. dem gesamten Regler-Team wie passend ein Sitzkissen überreichen. Ich habe mich sehr daran gewöhnt, das Erste, was ich immer sagen muss bei solchen Gelegenheiten, ist Danke. Vielen, vielen Dank der Regler-Produktion. Neben dem Kino Rio konnte ich mir in Mülheim keinen schöneren Ort vorstellen, um diesen Film mal zu sehen. Deswegen freut mich das sehr, dass das geklappt hat. Also vielen, vielen Dank euch nochmal. Was ich unbedingt auch noch erwähnen möchte, ist, dass auch Innogy gedankt werden muss, nämlich nicht nur für die Sitzkissen, sondern auch für die Tatsache, dass Innogy die einzige Vorverkaufsstelle für heute und auch für morgen Abend war und man die Karten dort zum vergünstigten Preis kaufen konnte und die Differenz von 3 € pro Karte von Innogy übernommen wurde. Das ist wirklich ein Engagement, was aller Ehren wert ist. Vielen Dank dafür, Herr Kenner. Danke. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt gute Unterhaltung bei Pottkinder, ein Heimatfilm. Eine der wenigen Leute, die gefilmt besser aussehen. Gefilmt besser aussehen? Ja, aber bei mir nur so von der Seite. Nee, bei mir auch so. Da sieht man mit dem Segel oder so. So? Da wir ja jetzt gerade hier hinter unserem wunderbaren Merchandise-Stand stehen. Ja. Ja? Stückchen nach links. So. So ist gut. Oder? Nee, warte mal. So ist schon.
Und die gucken gerade den Film und wir kennen ihn ja schon zu Genüge. Ja. Wie ist es denn so? Hast du so ein Fazit für die ganze Vorstellung und so weiter, wie gelaufen ist? Fazit jetzt insgesamt im Bonusrückblick auf den ganzen Film. Auf den ganzen Film, auf die Vorstellung, wie sie bis jetzt gelaufen sind und natürlich auch den Film, ja. Was soll ich denn sagen? Das ist alles viel mehr, als ich je gedacht habe. Mein oberstes Ziel, das war im Grunde das, wovon ich geträumt habe, war, dass ich den Investor mein Geld zurückzahlen kann. Und wenn es vorhin nicht so stark geregnet hätte, dann wäre ich mir da jetzt schon sicher. Und jetzt muss ich halt auf morgen hoffen, wenn der Film noch zum zweiten Mal hier aufgeführt wird. Aber insgesamt, ich habe vergessen, die Kinos zu zählen, wie der Film schon gelaufen ist. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie anhand der E-Mails rekonstruieren kann. Aber ich schätze, der Film läuft jetzt, glaube ich, nach heute und morgen noch in 6 oder 7 weiteren Kinos. Ihr habt gesehen, im Januar läuft er auch nochmal, ne? Im Januar läuft er in Warendorf. Warendorf. Theater am Wall. Wo ist Warendorf? Das weiß nur Gott. Und der ist tot. Ja. Aber nein, also Warendorf kommt noch, Heidelberg kommt noch, Lünen kommt noch, dann kommt noch Berlin. Berlin. Sehr abgefahren. Mhm. St. Peter-Ording kommt noch und jetzt noch dann 2, 3 andere, die ich vergessen habe. Und das ist alles viel, viel mehr, als ich je gedacht hätte. Ja, also auch die Tatsache, dass es wohl am Ende klappen wird, dass der Investor sein Geld zurückkriegt, ist ein Hammer. Und überleg doch mal Berlin und München. Ja, wo will man denn sonst noch hin? Ja, da war man doch schon. Ja. St. Peter-Ording vielleicht. Ja, dann hat man im Norden auch noch was. Aber der Film lief halt nicht nur in der Region, nicht nur im Ruhrgebiet. Im Grunde wäre ich ja schon zufrieden gewesen, wenn er nur nach der Premiere in Essen dann auch noch in Mülheim läuft. Jetzt lief er in Mülheim 8 Wochen. Eigentlich 3 waren geplant, ne? Geplant? War gar nichts. Ich bin fest davon ausgegangen, dass der Film, egal in welchen Kinos er gezeigt wird, dass er dann nie länger als eine Woche läuft. Ja. Dann habe ich die Nachricht bekommen, 2. Woche, da bin ich schon Freundentanz aufgeführt. Und als ich die Nachricht bekam, dass der Film in der 3. Woche laufen wird, habe ich sofort bei der Zeitung angerufen. Und die haben auch sofort einen Artikel gebracht. Und dann lief der danach aber noch 5 Wochen. Also irgendwann wusste ich dann nicht mehr, was ich damit machen soll. Da war dann ein bisschen doof. Apropos Zeitung, du hast ganz viele Artikel gehabt, ne? Hast du einfach alle Hebel, die du irgendwie kanntest, in Bewegung gesetzt oder kamen die von alleine? Nein, Quatsch. Also das war auch natürlich die ganze Geschichte. Da war sehr viel Glück dabei. Allein schon die Tatsache, dass sich bei den Dreharbeiten keiner verletzt hat, keiner krank geworden ist, nichts kaputt gegangen ist, außer diesem einen Glas. Und die Vase. Stimmt, die auch. Die Vase. Und die haben wir einfach rausgeschnitten. Das heißt, wir hätten uns den ganzen Stress vollkommen sparen. Aber nein, es ist alles gut gegangen. Es ist alles super gelaufen und es ist im Endeffekt alles viel besser gelaufen, als ich mir jemals erhofft hätte. Okay, das heißt also, es ist jetzt bahnfrei für den zweiten Film? Richtig. Ich habe heute, mit dem heutigen Tag, ist die Homepage für den neuen Film angelaufen. Kein schöner Land. Kein schöner Punkt Land. Kein schöner Punkt Land, weil der Film ja heißen wird Beziehungen, kein schöner Land. Und der ist jetzt, die Seite ist online, kein schöner Punkt Land und es gibt auch eine Facebook-Seite zu dem Film. Insofern kann man da jetzt schon mal schauen, was hoffentlich dann in 2 Jahren auf uns zukommt und in 3 Jahren dann hoffentlich wieder auf die Kinobesucher. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich auch. Es ist schon einiges geplant, an Dreharbeiten, glaube ich, und so weiter. Wie kommst du mit dem Drehbuch an sich voran? Gar nicht. Gar nicht. Dann ist leider die traurige Wahrheit. Ich habe, die Geschichte ist fertig. Ja. Und ich hatte aber erst Zeit, vielleicht 1/10 des Drehbuchs zu schreiben. Okay. Weil ich schlicht keine Zeit zum Schreiben habe, denn was hin und wieder vergessen wird, ich habe einen ganz normalen Fulltime-Job und dann noch die Kleinigkeit von einer schwangeren Frau und 3 Kindern. Glückwunsch. Ja, danke. Übrigens. Dementsprechend habe ich relativ wenig Zeit, aber ich bin jetzt eingeladen nach St. Peter-Ording, wo der Film halt an 4 aufeinanderfolgenden Abenden gezeigt wird. Okay. Und ich habe echt vor, die Zeit dazu zu nutzen, das Drehbuch fertig zu schreiben. Okay. Und es wird spannend. Spannend wird. Ja? Es ist ein Krimi. Krimi. Ein Krimi, am Anfang eine Leiche und der Rest des Films, da geht es dann um die Antwort auf die Frage, warum. Gut. Ja, gut. Gut. Das fällt mir gerade mehr nicht ein. Was hätte ich denn sonst noch? Das war für online schon ziemlich viel. Oder? Ja. Ja? Gut, dann lassen wir die da unten jetzt nochmal einen Film gucken. Und während ich nochmal überlege, was ich sonst noch so fragen könnte, kann der Alex auch nochmal sein Gesicht in die Kamera halten. Du machst das echt gut. Hast du schon mal vor der Kamera gestanden? Nur kurz. Nur kurz. Ist nicht mein Ding. Ne? Ich habe festgestellt, ich dachte mir, ja geil, Schauspieler kann ich auch. Und dann wurde ich leider brutal eines Besseren belehrt. Da schreibe ich lieber und für Regie. Okay. Und produziere. Aber ich fand, du hast dir deine beiden Rollen hast du ganz gut gemacht. Also deine Szenen, entschuldige, nicht Rollen, ja, sondern Szenen. Ja, Szenen. Ja. Abspann.
Gut, aber du sagtest gerade, es ist einiges in der Pipeline quasi so vom Organisatorischen her. Das heißt, du hast eine Firma gegründet noch, ne? Nein, ich habe keine Firma gegründet. Der Investor, der Podkinder möglich gemacht hat, der kriegt nun sein ganzes Geld zurück. Ja. Und das ist so ein Filmfreak, dass der gesagt hat, pass mal auf, dann lass uns doch einfach eine Filmproduktionsgesellschaft MBH und Co. KG gründen. Okay. Und ja, die wird es gegründet und dann haben wir die Möglichkeit, das ist also Voraussetzung dafür, dann haben wir die Möglichkeit, Filmförderung zu machen. Ist gut. Und das ist der Grund. Also da ist noch einiges zu tun. Einiges. Ja, dann haben wir mal der Dinge. Wieder mal ein erfolgreicher Abend für diesen Film und wir verteilen hier jetzt noch ein paar Plakate für 1 Euro und gehen dann auch nach Hause. Und wie ich dann immer zu sagen pflege,